Einblicke in den Alltag der Hermann-Josef-Stiftung Erkelenz. Das Hermann-Josef-Altenheim liegt in zentraler Wohnlage im Grünen, zentrumsnah der Stadt Erkelenz. Es gehört zur Hermann-Josef-Stiftung. Möglich machte den Bau 1976 das Vermächtnis der Katharina Hade. 2014 wurde das Haus grundsaniert. Großen Wert wird auf eine angenehme Wohnatmosphäre gelegt, in der sich Bewohner und Mitarbeiter wohlfühlen. Der Charme des Hermann-Josef-Altenheims liegt unserer Meinung nach darin, dass wir hier das ganz normale Leben versuchen, so intensiv und so gut gemeinsam zu leben, wie es möglich ist. Das Haus ist ein Haus, das für 95 Menschen ein Zuhause bieten soll. Und dazu gehören all die Alltäglichkeiten des Lebens, die wir versuchen, hier anzubieten. Ein Teil davon ist unser Bütchen. Zweimal in der Woche haben Bewohner hier die Gelegenheit, die Dinge einzukaufen, die sie vielleicht alleine sonst nicht mehr in der Stadt für sich besorgen können. Klares Ziel des Hauses ist es, die Selbstbestimmung der Heimbewohner zu erhalten und so gut als möglich zu unterstützen. Ein Ort, wo man gerne lebt. Nahe der Heimat, mit guter Fernsicht auf das Zentrum der Stadt Erkelenz und tollen Annehmlichkeiten, wie hier beispielsweise die eigene Sauna mit Dachterrasse. Die Bedürfnisse der Bewohner stehen bei der Gestaltung der Angebote stets im Mittelpunkt. Ein eigens hierfür gewählter Bewohnerbeirat mischt sich ein. Der Bewohnerbeirat wird von den Bewohnern des Hauses hier alle 2 Jahre gewählt. Die Mitglieder sind dann zuständig für die Wünsche und Bedürfnisse der Bewohner, alle Anliegen der Bewohner zu besprechen und auch an die Heimleitung oder die Mitarbeiter hier im Haus weiterzugeben. Es wird sich circa alle 4 Wochen getroffen, regelmäßig, und bei Bedarf sind natürlich auch Sitzungen. Das engagierte Handeln des Beirats wird von den Bewohnern und Mitarbeitern sehr geschätzt. Es wird diskutiert und Dinge besprochen. Durchaus auch mal etwas lebhafter. Schließlich sollen die Wünsche und Ideen der Senioren so gut als möglich umgesetzt werden. Wir hier regeln das alles und hoffen, dass wir das gut machen, auch den Mitbewohnern gegenüber. Denn ich muss sagen, manchmal hat man doch Probleme, aber wir regeln hier alles sehr gut miteinander. Wir sind glücklich und zufrieden hier. Und damit das auch so bleibt, gehört natürlich auch eine gute und abwechslungsreiche Küche dazu. Küchenmeister Volker Nolden und sein Team kochen täglich frisch für die Senioren. Auch spezielle kulinarische Wünsche können und werden gerne umgesetzt. Wir sprechen regelmäßig mit unseren Bewohnern, was sie gerne hätten. Können auf jeden Bewohner einzeln eingehen. Wir sind in der Lage, für jeden das Essen abzuändern. Das heißt, wenn einer mehr Salz hätte, weniger Salz, in leichter Form, dass es verdaulicher ist für denjenigen, laktosefrei, was auch ein großes Thema geworden ist. Also wir können auf jeden Bewohner einzeln eingehen und auch die Wünsche der Leute in jeglicher Form erfüllen. Das liegt daran, dass wir eine eigene Küche haben und da legen wir auch sehr großen Wert drauf. Wie das duftet und schmeckt. Einfach lecker. Wer mag, kann sich nach dem Essen sportlich betätigen, so wie Ferdinand Thomas. Der 94-Jährige trainiert regelmäßig am Terra-Trainer, um seine Mobilität zu wahren. Mit dem Training bin ich wirklich gut zufrieden und es bringt mir auch viel von der Bewegung her und es hilft einem, wieder auf die Beine zu kommen. Trotz oder gerade wegen der professionellen Rundumbetreuung und auch Pflege der Senioren erinnert das Leben im Hermann-Josef-Altenheim irgendwie so gar nicht an ein Altenheim. Nachdem Sie unser Altenheim kennenlernen durften, freut es mich, Ihnen im nächsten Beitrag die Unfallchirurgie mit dem Schwerpunkt Wirbelsäulenchirurgie und dem Alterstraumatologischen Zentrum zu zeigen.